nicht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Was willst du damit meinen? Sagen. Wenn wir explodieren, dann wenigstens mit Würde. Ich werde mich diesem kleinen Drecksack von Wheatley stellen. Verdammte Kacke. Oh. Portaliergel. Sprunggel meine ich. Gib mir das mal darauf, genau. Alles klar. Das ist das Orange, ne? Das heißt, hier haben wir das Blaue. Und... Wow. Boings. Und dann geht's hier nach oben. Oh, schön. Da geht's weiter. Ja. Wir sind mittlerweile wieder noch weiter oben. Caution. Achtung. Achtung, Achtung. Dieses Telefon zerstört sich selbst in 4 Sekunden. 10, 9, in 10 Sekunden. 10, 9, 8, 1. Ich hab grad den Witz versaut. Oh, Mann, ey. Money, 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 money. Wie war das noch gleich? Ich habe mich mal wieder fast in den Tod gestürzt. Genauso soll man das machen. Denn das liegt am Asbest, ne? Boings. Das ist super toll. Aber das will ich gerade gar nicht. Verdammte Kacke. Wie komme ich denn da hoch? Ist da eine Wand? Ich will hier hoch, ich will eine Etage höher. Das Sprunggel, das tropft schon gar nicht mehr. Das bedeutet, das haben wir dann schon geschafft. Das ist immer so ein Zeichen, wenn man hier irgendwie so ein tropfendes Gel hat und das dann aufhört zu tropfen, dann hat man eigentlich schon das geschafft, was man schaffen muss. Gut, da ist keine Wand portalierbar. Wie war denn das gleich? Versuchen wir es einfach nochmal so. Oh, da, 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 da. Oh yeah. Wer ist der Größte? Michael Jordan? Nein. Cave Johnson? Halt die Klappe. Hä? Mich gibt's ja noch gar nicht mal. Ist doch egal. So, lasst uns weitermachen. Und zwar haben wir hier jetzt die nächste Kammer. Wow, und eine der wenigen Kammern, in der uns mal nicht sofort jemand zulabert. Yay! Egal. Warte mal hier. Wir haben hier Portalgel. Das bedeutet, wir können uns erstmal die ganze Gegend mit Portalgel auskleistern. Sehr hilfreich. Wie ich finde. Blub, 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 blub. Überall Portale hin. Wichtig ist es eigentlich, die Portale dort hinzubekommen, irgendwie, würde ich fast schätzen. Oh, cool. Das Gel. Na doch, Portale und Gel und so. Bla 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 bla. Das tropft ja nur so. Das Beschleunigungsgel würde ich jetzt fast mal schätzen. Dass das hier einmal die Länge nachhin muss. Ganz genau so. Dass wir dann wieder eins dieser komischen Sprungrätsel haben irgendwie. Ich kann mich natürlich auch einfach nur so da hinpappen. So, das hat nicht ganz so hingehauen. Okay. Okay, ich muss anscheinend da ein Portal hinsetzen und das andere... Keine Ahnung wohin.
Ha. Green Boing. So, aber damit kann ich wieder dort irgendwie hinspringen. Nee, kann ich hier nicht hin und her springen, weil dort die Portale weggehen, wenn ich hier rausgehe. So, dann gucken wir einfach mal. Da oben vielleicht? Wie war denn das noch gleich? Ich glaube, ich brauche noch irgendwo ein bisschen mehr Portaliergel. So, das war wirklich nur, um hier mir die Wand einzukleistern. Wir haben dann hier Bloinks. Ich glaube... So, so. Ah ne, dahin, genau. Und dann... Hüpfi! So, dann machen wir erstmal da... Nein! Ah, gut. Nee, nicht gut. So. Ich sag andauernd nur so und mehr sage ich gar nicht. Denn hüpfen wir immer nochmal durch das Portal. Geht hier durch. Ja, ich weiß, in den letzten Folgen ist mein Commentary ein bisschen langweilig geworden. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Also ich meine das ernsthaft. Weil ich merke jetzt selbst, wie wenig ich eigentlich quatsche. Ich versuch's mal jetzt ein bisschen zu bessern. Indem ich einfach wieder ein bisschen mehr quatsche. So, dann holen wir uns da nämlich Portalgel, damit wir dort ein Portal hinsetzen können. Damit wir uns dort das Sprunggel hinpacken können. Damit wir eine zweite Sprungfläche haben. Und dann heißt es auf zur Runde Nummer 3. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wenn ihr das jetzt nicht kennt, dann Schande über euch. Schande über euch. Ihr, die ihr das nicht kennt. So, dann dahin. Und springt. Springi. Sprung. Oh yeah. Mit Stil. Luff. Hör auf, mich mit dem weißen Zeug voll zu spritzen. Das ist ja ekelhaft, sowas. So, wir kommen von hier aus noch an das Sprunggel ran. Das wir hier vielleicht eher brauchen können. Achso, die Fläche hier ist viel zu klein für Portal. Da kann ich aber Portal hinsetzen. Ob das einen Sinn macht, ist jetzt eine andere Frage. Wir können jetzt hier natürlich Ewigkeiten laufen. Wir humpeln ganz schön. So, wie war denn das doch gleich? Wo müssen wir denn hin? Ach, dahin, okay. Nee, dahin. Müssen wir dahin? Wir gehen einfach mal dahin. So, dann sind wir hier jetzt... Ah, Lüftungsschacht. Oh. Die Pfeile zeigen auf jeden Fall nach oben. Da steht zwar nur Gel, also wo das Gel hinfließt. Ach, ich verstehe. Wir müssen uns da ein bisschen Gel hinpappen. Und zwar das Portalgel. Wenn mich nicht alles täuscht. Weswegen hier das Portalgel in Unmengen durchfließt. Das dürfte theoretisch reichen. Darf ich durch? Darf ich... Da! Ich sag euch, Gladys dabei zu haben, das bringt nicht so viel. What the fudge? Was soll das? Bringt das nichts? Das ist die Fläche. Und jetzt haben wir hier überall Portalgel. Very nice. Very nice. Okay, ich habe nichts gesagt.
Ich bin wieder hier. Das ist natürlich doof gelaufen. Ich kann hier hochlaufen. Watch your step. Ja, natürlich. Shell Pump Station. Ah, okay. Das hier ist eine Schräge und ich bin hier hochgekommen. Verstehe. Alter, schiebt das Spiel eine Optik gerade. Ich will da rein. Lass mich hier rein. Genau. Meine Güte. Guckt mal, da oben. Sieht mir nach einem Ausgang aus. Dann machen wir den Raum hier noch und dann... Da oben sieht es mir wieder nach Tests aus, irgendwie so ein bisschen. Eieiei. Dann machen wir den Raum hier noch und dann, denke ich mal, dürfte das für diese Aufnahme auch genug gewesen sein. Was mich ja auch gerade interessieren würde irgendwie, damit... Dann haben wir hier auch ein bisschen was zu quatschen. Fandet ihr das besser, als ich jede Folge immer meinen Spruch gebracht habe? Also immer das mit dem Hallo liebes Publikum, HBK hier. Und ihr seht, blablabla, Let's Play so und so, das letzte Mal stehen geblieben hier und hier. Oder ist es besser, wenn ich ein bisschen mehr aufnehme? Und dafür natürlich dementsprechend das irgendwie auch ein bisschen regelmäßiger, wie auch immer und sowas. Also alles ein bisschen mehr Substanz hat, sage ich mal. Und das alles ein bisschen hinterher ist, nacheinander. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Klar. Okay, okay. Know your paradoxes. In the event of rough AI. Stand still, remain calm, scream. This statement is false. Achso, ja, genau. Wenn man nämlich nichts macht, einfach nur... Wenn man einfach nur stehen bleibt und dann schreit, dieses Statement ist falsch, zum Beispiel. Das ist ja, also dieser Satz ist falsch. Ist an sich ein richtiger Satz und dadurch ist er aber automatisch inhaltlich falsch, aber irgendwo auch richtig, weil er ja grammatisch richtig ist, aber er ist auch irgendwo falsch, weil er ja nicht falsch ist und dadurch ist es ja auch irgendwo wieder richtig, dass der falsch ist. Und das ist so ein Paradoxon, was man... Deswegen, das ist so ein bisschen zwei... Zwiegespalten. Das ist so ein Paradoxon. Das geht eben nicht auf. Zum Beispiel, wie auch hier steht noch, neue Mission. Verweigere dich dieser Mission. Aber man kann ja die Mission nicht machen, weil dann verweigert man ja die Mission. Und wenn man die Mission verweigert, macht man die neue, führt man ja die neue Mission aus. Aber man soll die Mission ja verweigern. Und wenn man die verweigert, verweigert sie man ja und dadurch macht man die ja. Dadurch ist das auch nicht möglich, oder? Das ist Set of all sets contain itself. Genau. Zum Beispiel irgendwie kann etwas, was alles enthält... Also sozusagen eine ich weiß nicht, wie kann man das sagen? Ein Set, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, so eine Schachtel mit den allen Kartensets. Kann sich ja nicht, ist ja an sich auch ein Kartenset und kann dadurch nicht alle Sets beinhalten, obwohl es eigentlich alle Sets drin hat. Aber es ist ja selbst ein Set von Kartensets. Dann drücken wir mal hier drauf und gucken, was passiert. Oh oh, und da geht wieder die Tür auf. Aber merkt euch eure Paradoxen. Na los, geh auf. Oh mein Gott, Sonnenlicht oder was? Haben wir es endlich aus diesen ganzen Anlagen geschafft? Natürlich nicht. Ach so, die Gelpumpen werden jetzt nach oben hin verbunden, wie es aussieht. Alles klar. Bisschen laut, aber geht noch. So. Und ich sag schon wieder so. Aber wie gesagt, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Und das bin ich garantiert noch nicht. Denn dieses Spiel geht noch ein bisschen. Keine Sorge, Portal ist noch nicht so schnell zu Ende. So, auf diesen Rohren können wir offensichtlich nicht stehen.
Auf diesem hier schon. Beispielsweise. Wo müssen wir jetzt hin? Ach da, okay. Hier. Das hier ist nämlich ein Aufzug. Und wir fahren jetzt tatsächlich nach oben. Genau, der Plan. Wenn ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Genau, und der. Ja. Und der Plan besteht jetzt darin, Wheatley mit einigen dieser Paradoxen einfach außer Gefecht zu setzen. Hier ist immer noch überall Keep Out und sowas alles, also draußen bleiben von den alten Anlagen. Aber jetzt haben wir das Gel in die oberen Etagen gepumpt. Ja, und wie man sieht, ist hier ein normaler Fahrstuhl, der uns nach oben führt. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Aufnahmesession und für diese Folge von Let's Play Portal 2. Das nächste Mal stellen wir uns Wheatley und werden dann, denke ich mal, in der nächsten Session dieses Spiel schon abschließen können. Wenn ich mich jetzt nicht ein bisschen überschätze. Aber, ja, wie gesagt, was ist das für diese Folge von Let's Play Portal 2? Ich bin HBK und ich würde sagen, tschüss, bis dann!